Hallo, ich bin Adrian Glöckner von Glöckner Automobile. Wir haben heute den 1. Dezember, es hat 0 Grad draußen und es liegt noch kein Schnee. Haben Sie Ihre Winterräder schon gewechselt? Warum es höchste Zeit ist, das sagen wir Ihnen jetzt. Die Reifenmischung, die Gummimischung, ne? Na klar. Die Haftung des Profils ist im Winter besser gegeben als auch bei den Sommerreifen. Was ist der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen? Eigentlich ganz einfach. Erstens die Gummimischung, für den Winter nämlich eine weichere Gummimischung. Und zweitens ein spezielles Profil für winterliche Witterungsbedingungen. Das war es von meiner Tochter mit einem Eurostück. Der Rand reinstecken bis dorthin. Also wenn ich jetzt einen Euro hätte, würde ich es Ihnen zeigen. Mein Automensch macht das immer für mich. Der sagt, ich kann auch damit fahren. Was ist die Mindestprofiltiefe? Gesetzlich sind es 1,6 mm. Unsere Reifenexperten empfehlen aber ganz klar, ab 4 mm aus Sicherheitsgründen neue Reifen drauf. Man sollte immer gucken, wie lange die Winterreifen schon produziert worden sind, was dann auch geht. Dementsprechend, wie sie dann prüfig sind, aber maximal 5. Den entsprechenden Prüfstempel, der dann auf dem Reifenrad ist. Genau, gibt es ein Datum, was dann entsprechend draufgedruckt ist, findet man meistens immer irgendwo bei dem Herstellerlogo. Spätestens nach 3 Jahren, aber nie älter wie 3 Jahre. Also, ja. Wie lange man sie fahren darf, damit hat es nichts zu tun, sondern das hat was mit der Gummimischung zu tun. Denn wenn jetzt jemand wenig fahren tut, dann hat er zwar seine Reifen noch viel Profil drauf, aber die Gummiauflösung ist da nicht mehr gegeben. Das ist auch genauso wie bei den Sommerreifen. Also das hat nichts mit der Fahrleistung zu tun in den Kilometern, sondern auch die Beschaffenheit des Reifens. Also es ist jetzt nichts, dass man sagt, ich habe Profil und dann... Keine Worte. Reicht. Ja, ist so. Gibt es eigentlich ein zulässiges Höchstalter für Reifen? Der TÜV sagt maximal 10 Jahre. Wir empfehlen aber ganz klar, ab 6 Jahren Reifenalter neue Reifen zu montieren, weil der Weichmacher aus dem Gummi entwichen ist und damit die Haftung insbesondere bei Winterreifen nicht mehr gegeben ist. Wenn Sie sich fragen, wie alt Ihre Reifen sind, dann können Sie das an dem DOT-Code an der Reifenflanke erkennen. Dort ist nämlich Produktionswoche und Produktionsjahr hinterlegt. Also dieses Jahr habe ich es im Oktober nicht gemacht, weil ich im November noch bei 20 Grad auf dem Balkon saß, aber ab unter 7 Grad wäre das schon ganz gut. Geht gegen die, wenn es ein bisschen kühler wird, also gegen die Minusgrade. Genau könnte es Ihnen mein Mann besser sagen. Ab 6 Grad, ne? Also unter 6 Grad und dann Turbo bis April, genau. Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf Winterreifen zu wechseln? Der Volksmund sagt ja von O bis O, von Oktober bis Ostern. Tatsächlich ist es aber von der Außentemperatur abhängig. Ab 7 Grad hat ein Winterreifen deutlich mehr Grip und mehr Haftung als ein Sommerreifen. Wir haben jetzt 1. Dezember, es liegt noch kein Schnee, aber die erste Schneeflocke kommt. Deshalb mein Tipp, wechseln Sie jetzt.